mich aus! Der TV-Knast. Hey, hey. Ulfo. Tut mir leid, ich konnte die Augen nicht von dieser Show lassen. Gut, lass uns lernen. Ja. Hey, hey! Was denkst du über Rufus Aktionen? Hey! Wenn du so gern fernsiehst, stecken wir dich in einen Fernseher. Warte, was macht ihr da? Lasst mich los! Das ist respektlos anderen gegenüber. Wulfu, wie lautet deine Antwort? Gut, wir gehen jetzt. Kann ich mit euch lernen? Jetzt ist es zu spät für Reue, Wulfu. Es tut mir so leid. Seid mir nicht böse. Ich werde mich mehr auf meine Hausaufgaben konzentrieren. Wulfu blieb am Laptop kleben. Wo ist Wulfu? Mein Gott, wie lange spielt Wulfu schon Videospiele? Zu viel auf den Computerbildschirm zu schauen, ist gar nicht gut für die Gesundheit. Werde ich durch zu viele Videospiele auch so in den Computer gesogen? Beeil dich, Mami! Wulfu ist in Gefahr! Du musst dich jetzt von ihm fernhalten. Oh, was ist denn mit Wulfus Augen los? Meine Augen wurden unscharf. Deshalb habe ich aus Versehen den Kleber umgestoßen. Deine Augen sind verschwommen, weil du zu lange ein Videospiel gespielt hast. Lass uns zu Abend essen, Wulfu. Siehst du, wenn du zu viele Videospiele spielst, wirst du nicht in den Computer gesaugt. Aber deine Augen werden allmählich schwächer.
Lucy! Hilf mir, Lucy! Ich werde von jetzt an nie wieder zu viele Videospiele spielen. Haltet eure Augen immer gesund und schützt sie, Kinder. Warum sieht Lucy im Lagerhaus fern? Nicht zu nahe sitzen. Dieser Fernseher ist nicht so cool wie die große Leinwand im Kino. Ich habe eine tolle Idee. Mein Gott, das ist sehr schlecht für die Gesundheit der Augen, Wulfo. Setz dich nicht zu nah ran, das ist nicht gut für die Augen. Hast du gehört, was Mami gesagt hat? So ist es viel besser. Es ist Zeit zu schlafen, Kinder. Lucy gehorcht Mami Wolf weiterhin nicht. Schlaf jetzt, sonst sag ich's Mami. Oh nein, wie werden Lucys Augen aussehen? Schau, wenn du dich nicht um deine Augen kümmerst, hat das ernste Folgen. Fernsehen aus nächster Nähe oder im Dunkeln kann den Augen schaden. Ja, ich hab's verstanden. Halt! Der erschöpfte Fernseher. Siehst du das verschüttete Wasser nicht, Lucy? Ich mache es später sauber. Oh, Lucy weiß gar nicht, wie man sich um Dinge kümmert. Es ist fast Schlafenszeit, Kinder. Eine letzte Folge, Opa. Was hat deiner Meinung nach dazu geführt, dass der Fernseher so kaputt ist?
Dieser Fernseher ist kaputt. Es war alles Lucys Schuld. Mal sehen, welche Möglichkeit hat Wulfo Lucy eine Lektion zu erteilen? Was ist mit dir passiert? Du hast mir das angetan. Ich verlasse diesen Ort. Ich kann es nicht ertragen, dass Lucy mir wehtut. Nein, verlass uns nicht. Nein, es tut mir leid. Denkt daran, Kinder. Möbel halten länger, wenn man sie sorgfältig benutzt. Du hast ihn dazu gebracht, zu gehen. Das war nur ich. Ich wollte dir eine Lektion erteilen. Vergiss nicht, auf unsere Einrichtungsgegenstände aufzupassen. Ich verspreche es. Es tut mir leid. Gehirnwäsche. Es ist spät. Schlaf gut, um dich für einen neuen Tag zu stärken. Oh nein, Wulfo kümmert sich überhaupt nicht um sein Gehirn. Zusammen sein. Gut, ich werde mir ein neues Gehirn suchen. Cat, willst du mit mir das Gehirn tauschen? Wenn du nur schlau wärst. Kinder, leicht. Gott, Wulfos Gehirn ist so müde. Es kann sich nicht auf seine Hausaufgaben konzentrieren. Und sieh mal, Wulfos Gehirn ist im Gegensatz zu ausgeruhten Gehirnen merklich schwächer. Das ist deine Schuld. Wohin gehst du? Hast du die schädlichen Auswirkungen von Spielen in der Nacht gesehen? Wenn du zu viel spielst, wird dein Gehirn müde und schwindelig. Es tut mir leid. Ich sorge dafür, dass es dir bald besser geht. Weißt du nach der heutigen Folge, was du tun solltest, um ein gesundes Gehirn zu haben? Hallo! Hey, Leute! Oh je, warum wächst der Pilz auf Wulfo? Nimm eine Dusche, Wulfo! Aha, das ist Stinktiers Verteidigung, Kinder! So cool!
Wenn ich diesen Geruch habe, können mir die bösen Jungs nichts anhaben. Es ist Badezeit. Ich will aber nicht baden. Bitte. Was wird Wulfo jetzt tun? Los, los, los! Wulfo hat also den Schatz von Alien benutzt, um dem Baden zu entkommen. Ich will nur wie ein Wiesel riechen, damit mir niemand etwas antun kann. Es stellte sich heraus, dass der Schimmelpilz wachsen konnte, weil Wulfo sich tagelang weigerte zu duschen. Und dann ist da auch noch der schlechte Geruch. Wulfo zuckt immer noch nicht zurück. Wenn du nicht baden gehst, wollen deine Freunde nicht mit dir spielen. Nicht nur schlechte Menschen haben Angst vor schlechten Gerüchen. Auch gute Menschen haben Angst vor schlechten Gerüchen, Wulfo. Wartet! Ich werde jetzt ein Bad nehmen. Autsch, was ist das für ein Geräusch? Das Monster im Bauch. Klingt sehr unheimlich. Hallo. Was ist mit dem Bauch der Katze passiert? Könnt ihr es erraten? Gibt es wirklich Gespenster? Nein! Hör auf, mich zu verfolgen! Geht es dir gut? Mein Gott, so ist das also. Wulfo hat Angst vor seinem eigenen Schatten.
Wegen Wulfus Unachtsamkeit hat die Katze einen fremden Gegenstand gefressen. Hey, hey, Herr Jaguar ist wirklich ein Lebenskünstler. Oh nein! Oh, Herrn Jaguars Auto wurde zerkratzt. Mein Gott! Wer hat mein Auto angefahren? Oh. Wer könnte der Übeltäter sein? Oh. Habt ihr gesehen, wer mein Auto angefahren hat? Hm? Mein geliebtes Auto. Lass uns dir helfen, den Täter zu finden. Lass uns abwarten und sehen. Nur ein großes Monster kann so einen Kratzer verursachen. Gibt es in der heutigen Zeit noch Monster, Pando? Nein, der Kratzer befindet sich an einer niedrigen Stelle. Es muss jemand oder etwas Kleines sein. Es hat wahrscheinlich blaue Farbe. Nun, Cat hat es ganz genau analysiert. Sieh dir das an. Das ist eine Reifenspur. Leute! Was? Das ist Wulfus Polizeiauto. Ist das nicht ein Spielzeugauto? Wulfu versteht immer noch nicht, warum. Es stellte sich heraus, dass Wulfu die Augen geschlossen hatte, als sich die beiden Autos berührten. Ich kann nicht glauben, dass ich der Übeltäter war. Es tut mir so leid. Ich habe es nicht so gemeint. Okay, aber sei beim nächsten Mal vorsichtiger. Wirst du dich daran erinnern? Da ist der Dieb. Hier ist es. Das ist der Schlagstock von Polizei Boo. Warum ist das so? Der räuberische Weihnachtsmann. Weihnachtsmann? Was würde der Nashorn-Dieb in diesem Weihnachtsmannkostüm tun? Naja, Papa Wolf wollte seinen Kindern und seiner Frau eine Überraschung bereiten. Oh nein, Papa Wolfs teures Geschenk hat die Gier des Diebes geweckt. Der Dieb macht sich an die Arbeit. Weihnachtsmann. Wow. Oh, Wulfu, was wird jetzt als nächstes passieren? Warum nimmst du uns die Geschenke weg? Der Nashorn-Dieb ruiniert das Image des Weihnachtsmanns. Ergib dich jetzt! Huh?
bleib genau da stehen. Hä? 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 Ja! Hä? Oh! Stell dich doch einfach! Hä? Was will er tun? Ja! Von jetzt an erzählst du uns Erwachsenen, wenn ein Fremder das Haus betritt? Lucys Traum ist es, super coole Frisuren für alle zu kreieren. Nein, 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 nein! Die glatzköpfige Jenny. Willst du auch Hairstylist werden wie Lucy? Du bist so schlecht im Friseurhandwerk. Warte, warte. Fantasie und Realität sind nicht dasselbe. Bitte. Jetzt ist Jenny mit ihrem Haar dran. Hoppla! Lucy hat Jenny aus Versehen eine Glatze verpasst. Lucy, was hast du mit ihrem Haar gemacht? Oh nein, das kann ich Mami nicht sagen. Wenn du Lucy wärst, was würdest du tun? Was sollte Friseurin Lucy tun? Nein, ich will keine Glatze haben. Kinder, bereit für das Abendessen? Oh nein! Hoppla! Was Lucy nicht wollte, ist passiert. Nein! Du solltest Erwachsene um Hilfe bitten. Versuche nicht, das zu verbergen. Denkt daran, Kinder. Seid mutig, eure Fehler zuzugeben, wenn ihr Fehler macht. Oh, was ist passiert? Oh mein Gott! Das Wasser spritzt überall hin. Es stellt sich heraus, dass die Geschichte von dem Tag handelt, an dem die Familie Wolf zelten war. Diese Aktion ist gar nicht gut. Das Zurückhalten von Urin hat auch einen sehr negativen Einfluss auf deine Gesundheit. Wenn du Lucy wärst, was würdest du in dieser Situation tun? Oh nein!
Lucy weiß gar nicht, wie man Wasser spart. Hast du die erschreckenden Folgen gesehen? Woher kommt das Wasser? Wenn Lucy wüsste, wie man nachgibt und mit Wulfu auskommt, würde der Campingausflug so viel Spaß machen. Teilen bedeutet Fürsorge. Du solltest die Toilette nicht so für dich beanspruchen. Und du hast eine Menge Wasser verschwendet. Es tut mir so leid. Oh, was ist denn hier los? Der tapfere Feuerwehrmann. Oh nein! Lasst uns die Bonbons einsammeln. Es ist gefährlich. Es brennt im Vorhang. Kinder, lasst uns rausgehen, schnell! Wie werden Lehrerin Cat uns die Kinder jetzt entkommen? Verschwindet alle von hier! Oh nein, meine Geschenke! Wenn es brennt, darfst du auf keinen Fall umkehren, um deine Sachen zu holen, wie Pando. Denn das hat ernste Folgen. Fangt ihn auf! Der Feuerwehrmann hat keine Angst vor der Gefahr, um Pando in Sicherheit zu bringen. Das ist so bewundernswert. Danke, Herr Zebra. Oh nein! Feuer in der Luft. Kommt schon. Du darfst keine Geräte mit Batterie ins aufgegebene Gepäck packen. Warum nicht, Papa? Lass uns mit Wulfu herausfinden, warum wir keine Batteriegeräte mit ins Flugzeug nehmen sollten. Wenn die Batterie explodiert, gibt es ein großes Feuer. Seht ihr? Papa! Dringe
Lieutenant, wir haben eine ernste Situation an Bord festgestellt. Wir müssen das Flugzeug so schnell wie möglich landen. Was ist die Lektion von heute? Halte dich immer an alle Vorschriften, wenn du öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Ist jetzt alles klar, Wulfo? Oh. Ja, Papa. Also, heute hat Wulfo mit seiner Mutter ein Picknick gemacht. Rauchen ist nicht erlaubt. Eigentlich, wie schädlich Zigarettenrauch für schwangere Frauen und Kinder ist? Entschuldigung, könntest du in einem anderen Bereich rauchen? Wir müssen alle davon abhalten, Rauch zu machen. Stopp! Mach dir keine Sorgen, Mami. Ich werde dich beschützen. Mein Gott! Hey, Wulfo! Nicht jeder Rauch ist giftig. Und diese Aktionen sind überhaupt nicht ratsam. Ich weiß, dass du das Beste für dich willst, aber du solltest nicht jeden so belästigen. Es tut mir leid. Was ist los? Wi-Fi wird gebraucht. Wir haben die Internetverbindung verloren. Hier, benutze doch dieses Gerät. Hey, Leute! Technologische Geräte werden auch überlastet, wenn wir sie zu viel benutzen. Nein! Hey! Er ist hier drüben!
bitte. Hey. Da bist du ja. Lass mich den Film beenden. Ist da jemand? Hilf mir! Du bist gefallen, weil du ständig auf den Bildschirm geschaut hast. Ich habe mich geirrt. Bitte hilf mir! Hilf mir! Das Wi-Fi versucht also, seine letzte Energie zu sparen, um Lucy zu retten. Benutzt das Internet das nächste Mal vernünftiger, okay? Das Telefongefängnis. Du solltest das Telefon nicht benutzen, während du isst. Schau dir die Sauerei an, die du gemacht hast. Nein! Schau, findest du die Idee von Wulfo interessant? Du kommst in den Knast, wenn du das Telefon falsch benutzt. Lass mich raus, lass mich raus! Lucy, Nancy will deine Hausaufgaben zum Ausmalen sehen. Schau dir mein neues Spielzeug an. Du musst erst deine Hausaufgaben fertig machen. Kinder, denkt daran, zuerst eure Hausaufgaben fertig zu machen, bevor ihr rausgeht. Lass uns rausgehen und spielen. Mami, leihst du mir dein Handy? Ich will ein paar Fotos machen. Wulfo, hilf mir doch mal. Ja. Lucy! Hey! Diese Aktion von Lucy ist sehr gefährlich. Oh!
Meine Mami wird gewinnen, weil sie die beste Köchin ist. Meine Mama ist berühmt. Alle werden für sie stimmen. Wow, schau. Hufus Mutter ist so professionell. Hier drüben. Hufus Mutter hat es sehr schwer. Mami, geht es heute nicht gut? Weißt du das nicht? Sie nimmt trotzdem am Wettbewerb teil, weil du ihr so viel Hoffnung machst. Was hat Wulfo denn jetzt vor? Gib nicht auf, Mami! Wir lieben dich! Wow! Mama Wolfs Kochkünste sind nicht zu unterschätzen. Ja! Ja! Nein! Der beste Arzt? Mal sehen, wer der beste Arzt ist. Kannst du erraten, wer gewinnen wird? Doktoren, ich bin so müde. Es ist mein Patient. Oh mein Gott. Lass mich deinen Reflex testen. Wie kann man nur ein so guter Arzt sein, Bufo? Du bist der schlechteste Arzt aller Zeiten. Hey! Ich kümmere mich um dich. Wulfo hat seine Fähigkeiten bewiesen. Pendo sieht so zufrieden aus. Stimm für mich, Pendo. Ich gebe dir einen Apfel. Nein. Oh.
nein! Dieser Betrug ist schlimm. Ja! Ich habe so hart gearbeitet. Ich wette, ich habe eine Menge Sterne bekommen. Ich sollte das nicht tun. Schummeln ist nicht nett. Du solltest ehrlich sein. Es tut mir leid, dass ich geschummelt habe. Uns tut es auch leid. Was ist hier los? Die Eindringlinge. Wer ist in Wulfus Haus? Sie werden nicht mehr hier bleiben können. Wenn sie einfach auftauchen, werden sie alle erwischt. Sind das Außerirdische? Oh mein Gott! Das ist Mamas Stimme. Das ist Wulfus Idee. Es ist gefährlich, so allein zu sein, Wulfu. Was machst du denn hier? In unserem Haus gibt es zu viele Kakerlaken. Deshalb muss ich den Kammerjäger anrufen. Es stellt sich heraus, dass Wulfu es falsch verstanden hat. Es tut mir leid, dass ich Ärger gemacht habe. Welche Geschichte wird uns Lucy heute beibringen? Oh! Nein! Wie man das Töpfchen richtig benutzt. Lucy, lass uns in den Park gehen. Was ist denn mit Lucy los? Komm schon, komm schon! Hm?
Mal sehen, was Lucy sich einfallen lässt, um auf die Toilette zu gehen, ohne Angst zu haben, sich schmutzig zu machen. Sind diese Handlungen richtig oder falsch? Definitiv eine falsche Handlung. Mit den Füßen auf der Toilette zu stehen, ist sehr unhygienisch und schadet anderen. Hallo! Wir müssen nur Desinfektionsmittel auf die Toilette sprühen und die Bakterien mit Papier abwischen. Dann können wir sicher und sauber auf der Toilette sitzen. Vergesst nicht, die Toilette zu spülen. Ja! Au! Die heutige Lektion ist sehr nützlich, nicht wahr? Au! Nein! Der beste Arzt? Mal sehen, wer der beste Arzt ist. Kannst du erraten, wer gewinnen wird? Doktoren, ich bin so müde. Es ist mein Patient. Oh mein Gott. Lass mich deinen Reflex testen. Wie kann man nur ein so guter Arzt sein, Bufo? Du bist der schlechteste Arzt aller Zeiten. Hey! Ich kümmere mich um dich. Wulfo hat seine Fähigkeiten bewiesen. Pando sieht so zufrieden aus. Stimm für mich, Pando. Ich gebe dir einen Apfel. Nein. Oh nein, dieser Betrug ist schlimm. Ja. Ich habe so hart gearbeitet. Ich wette, ich habe eine Menge Sterne bekommen. Hm.
Ich sollte das nicht tun. Schummeln ist nicht nett. Du solltest ehrlich sein. Es tut mir leid, dass ich geschummelt habe. Uns tut es auch leid.